Ja, hallöchen, wunderschönen guten Morgen. So, heute bin ich wieder mal Schüler, ja. Vor wenigen Tagen war ich noch der Kapitän auf dem Schiff, sozusagen Kapitän, bei der zweiten Speaker Cruise der Welt. Wahnsinns cooles Event, war ganz, ganz großartig, war sehr, sehr, sehr fantastisch. Damit man aber permanent in der höchsten Performance sein kann, ist es auch wichtig, dass man sich selber immer wieder weiterbildet. Das mache ich jetzt heute den ganzen Tag. Da freue ich mich schon riesig drauf auf dieses Event. Hi, lieber Dietrich, servus. Da freue ich mich riesig drauf, heute wieder dazu zu lernen. Heute Abend geht es dann in die Schweiz, was ich dort mache. Ja, das dann zu einem späteren Zeitpunkt. Und so dieser Wechselschüler, Meister, ich liebe es, einfach drin zu sitzen. Hi, liebe Bahar, guten Morgen. Und es zu genießen, zu schauen, wie machen es die anderen, was haben sie für wertvolle Botschaften, was kann ich einmal für mich übernehmen, was kann ich auch für meine Kunden übernehmen, was kann ich für meine Bücher übernehmen, was kann ich für meine Vorträge übernehmen. Hi, lieber Markus. Und das ist für mich eine irrsinnig spannende Angelegenheit, einfach niemals stehen zu bleiben. Es gibt viele, die bleiben immer noch hinter dem Computer. Ich finde das schade. Ich finde das spannend, wenn man nochmal rausgeht in die Welt. Hi, liebe Katja, wenn man rausgeht in die Welt und einfach den Kontakt hat, auch zu anderen Menschen, das ist für mich so unendlich wertvoll. Ja? Ich kann natürlich irrsinnig viel heutzutage, hi, lieber Bernd, ich kann natürlich heutzutage sehr, sehr viel zu Hause abdecken, aber so dieses Live-Präsent dabei sein, mit den Leuten zu netzwerken, das finde ich einfach sehr, sehr, sehr wichtig, dass du da live vor Ort bist. Für mich teilt sich das folgendermaßen auf. 30% sind Vorträge und 70% ist Netzwerken. Alte Freunde wiedersehen, neue Bekanntschaften machen, neue spannende Geschichten, die sich daraus entwickeln, Joint Venture, die sich daraus entwickeln. Hoppla, hier holpert es gerade ein bisschen. Das ist das, was ich über alles liebe. Das ist das, was ich unendlich schätze. Und genauso schätze ich auch, gefahren zu werden. Das ist, hat für mich auch was mit Lebensqualität zu tun. Kein Stress zu haben. Einfach ganz gemütlich hinten drin zu sitzen und kein Parkplatz suchen. Rein gar nichts. Und hier höre ich immer wieder, wo ich heute bin. Heute bin ich in der Nähe von Frankfurt in Offenbach. Beim Frauenkongress, da gehöre ich ja hin mit meinen langen Haaren. Mal gucken, was die Frauen Schönes sagen. Hi, liebe Gabi, da bin ich echt gespannt. Sind coole Referentinnen an Bord und ja, scheint ziemlich viel los zu sein. Und in Gedanken, liebe Katja, bin ich natürlich immer noch auf der Speaker Cruise. Freue mich auch jeden Tag über diese geilen Fotos, die da kommen. Und ich hatte gestern die Ehre, kurz ein paar Sessions zu sehen von unserer TV-Reportage. Boah, ist unglaublich cool. Also ich finde das echt sensationell, großartig. Und ja, ich freue mich einfach jeden Tag darüber, weil es war echt ein gelungenes, super schönes Event. So, jetzt sind wir auch gleich da. Für mich die schönste Stadthalle der Welt. Danke, liebe Gabi. Unglaublich hier, dass sowas noch funktioniert. Aber vielleicht sind auch meine Ansprüche viel zu hoch. Keine Ahnung. So, dann wünsche ich euch jetzt einen coolen, wunderschönen Tag. Ich werde dann später noch berichten, wie es ist, was war. Und euch wünsche ich jetzt einen wunderschönen, tollen, großartigen Tag. Genießt es einfach. Ciao, bye bye.